geschlossenen Augen hält der Mann sein Gesicht der Sonne entgegen und nimmt die Wärme und den würzigen Duft des frischen Grases tief in sich auf. Wie er diese Augenblicke der Ruhe und Entspannung liebt. In solchen Momenten ist alles Belastende weit weg. Das Leben scheint so einfach, so hell und klar. Er stützt beide Hände auf das Metallgeländer der Brücke und genießt das Leben aus vollem Herzen. Durchflutet von Glücksgefühl vernimmt er das fröhliche Konzert der Vögel am nahen Waldrand. Der Knall zerstört alles. Einen kurzen Moment lang wundert er sich über die plötzliche Stille. Die Sonne scheint ihre Kraft zu verlieren. Der Himmel verdüstert sich. Dunkelrote Schwaden sinken vor seinen Augen herab und verschlucken alles Licht, bis nur noch Dunkelheit herrscht. Dann knicken seine Beine ein. Der Kopf sinkt herab und der Mann stürzt zu Boden. Ein hässliches Loch klafft in seiner Stirn. Das Leben des Mannes ist zu Ende, noch ehe sein Kopf hart auf dem Asphalt aufschlägt. Schlecht gelaunt steuert Jürgens den Dienstwagen scharf nach rechts und biegt von der Landstraße auf den steinigen Feldweg ein. Warum musste sich dieser Typ ausgerechnet auf einer abgelegenen Fußgängerbrücke erschießen lassen? Und warum ausgerechnet an einem Sonntagmorgen? Nein, warum ausgerechnet an diesem Sonntagmorgen? Und warum überhaupt? Ulrich Jürgens, Jahrgang 1960, Kriminalhauptkommissar und Dezernatsleiter in Karlsruhe, hat sich seinen heutigen Geburtstag anders vorgestellt. Lange ausschlafen, ausgiebig duschen, Frühstück oder besser noch Brunch mit seiner Frau auf der Terrasse, dabei vermutlich ein Geschenk auspacken. Der restliche Tag war offen, aber keinesfalls für eine Mordermittlung vorgesehen. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Das Ermittlerteam sitzt in der Pizzeria abends zusammen und genießt das nahe Wochenende. Der Chef sitzt jetzt im Büro und arbeitet am Fall. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen, weil wir jetzt wieder ohne ihn hier sitzen. Janka sieht ihre beiden Kollegen mit einem betroffenen Gesichtsausdruck an. Naja, du kennst ihn doch. Er will nicht, dass uns auch noch der Freitagabend versaut ist. Deshalb hat er uns ja weggeschickt. Ich glaube, er sieht das so, dass er als Chef eben solch ein Opfer bringen muss. Immerhin sieht alles viel besser aus als noch zu Beginn der Woche. Es gibt jetzt eine Spur. Nach diesen Worten hebt Lukas sein Glas mit dem Radler und prostet Bianca und Wladimir zu. Dann fällt sein Blick auf das kleine Klapp-Handy, das vor Vladi auf dem Tisch liegt. So ein kleines Gerät habe ich auch noch zu Hause. Das war mir viel lieber als mein Smartphone, weil es deutlich kleiner ist und ganz locker in der Gesäßtasche einer Jeans verschwindet, ohne zu stören. Im Gegensatz zu diesem Ding hier. Damit legt er sein offensichtlich ungeliebtes Smartphone neben das zierliche Klapp-Handy, das deutlich kleiner ist als eine Zigarettenschachtel und neben dem modernen Telefon von Lukas wirkt wie David neben Goliath. Genau, kommentiert Wladimir. Ich habe bereits ein Diensthandy geschrottet beim Hinsetzen. Deshalb benutze ich jetzt das kleine hier. Jedenfalls nach Feierabend. Wie? Du benutzt im Büro ein anderes Handy? Das ist doch ziemlich umständlich, weil du ja dann zwei verschiedene Telefonnummern hast. Das ist überhaupt kein Problem, entgegnet Vladi. Aber ehe er das erklären kann, fährt Lukas fort. Mit zwei unterschiedlichen Rufnummern hast du doch ganz schnell ein Chaos. Deshalb habe ich ja auf beiden Geräten dieselbe Rufnummer. Jetzt grinst Vladi siegessicher. Wie, das geht, wundert sich Lukas. Natürlich geht das. Als er den erstaunten Blick von Lukas sieht, fährt Wladimir fort. Ein SIM-Kartendoppel, eine sogenannte Multicard.
dann sind beide Handys unter derselben Nummer erreichbar. Und das klappt, staunt Lukas. Natürlich, kann ich dir besorgen, wenn du willst. Super, mach das, Vladi. Lukas ist begeistert. Der Kellner steht jetzt mit zwei riesigen Pizzatellern neben dem Tisch. Fungi, wer kriegt Pizza, Fungi? Ich, meldet sich Bianca, die Diskussion über alte Handys inzwischen satt hat. Nachdem jeder seine bestellte Pizza vor sich hat, verstummt die Unterhaltung zunächst und alle futtern genüsslich drauf los. So. Und jetzt machen wir in der Zeit einen Sprung etwa 20 Jahre zurück zum Silvesterabend des Jahres 2003. Nur 5 Autos stehen auf dem großen Parkplatz unterhalb der riesigen Schlossmauer. Gabi ist schon da. Sie steigt aus ihrem alten VW Golf, als ihre Freundin auf den Platz fährt. Hallo Fee, alles klar? Alles klar, Gabi. Was macht die Erkältung? Geht schon wieder, hoffe ich jedenfalls. Gemeinsam gehen die beiden Freundinnen den Fußweg hinauf durch den großen Torbogen und quer über den weitläufigen Innenhof von Schloss Furnau zum Eingang des Restaurants. Übrigens, Gabi, nochmals vielen Dank dafür, dass du mir den Job besorgt hast. Das Geld kann ich gut gebrauchen. Die Kosmetikschule frisst mir jeden Pfennig oder neuerdings jeden Cent aus der Tasche. Bin froh, wenn ich damit fertig bin. Alles klar, Fee, habe ich gerne gemacht. Vielleicht lerne ich dafür ja heute Nacht endlich meinen Traumprinzen kennen. Ein kurzes gemeinsames Lachen und Kichern. Das würde ich dir wirklich gönnen, Gabi. Hast du den Juniorchef schon mal gesehen? Der sieht doch zum Anbeißen aus. Wäre der nicht etwas für dich? Ist der denn nicht verheiratet? Ich dachte, ich hätte einen Ring bei ihm gesehen. Keine Ahnung, hab nicht darauf geachtet. Die beiden haben jetzt den Eingang zum Restaurant erreicht. Sie klopfen an die zu diesem Zeitpunkt noch verschlossene Tür, worauf ein gut aussehender Mann Anfang 30 im hinteren Bereich des Lokals auftaucht und auf den Eingang zusteuert. Wenn man vom Teufel spricht, Gabi zwinkert ihrer Freundin verschmitzt zu. Ah, da sind Sie ja. Guten Tag, die Damen. Bitte folgen Sie mir. Guten Tag, Herr Brückner. Der Juniorchef eilt strammen Schrittes voran, hinter den großen Tresen durch eine Tür in der Rückwand des Lokals und dann einen kleinen Gang entlang. Die beiden haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Dann bleibt er vor einer offenen Tür stehen. Hier können Sie sich umziehen und hier drüben können Sie sich einen leeren Spind nehmen für Ihre Sachen. Bitte lassen Sie den Schlüssel morgen früh einfach im Schloss stecken, wenn Sie den Spind nicht mehr brauchen. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie nach vorne ins Lokal. In etwa 10 Minuten werde ich dort eine kleine Einweisung geben. Damit dreht er sich auf dem Absatz um und ist schon wieder weg, noch ehe die beiden ihr Dankeschön anbringen können. Wow, scheint ja alles super organisiert zu sein hier. Darauf war ich nicht gefasst. Tja, das ist eben keine Bierkneipe, sondern das Schlossrestaurant. Gabi zieht die Augenbrauen hoch und lässt einen anerkennenden Blick durch den kleinen Raum schweifen. Und wie findest du den Herrn Brückner? Fee schaut ihre Freundin mit einem leichten Grinsen auf den Lippen neugierig an. Sieht gut aus, mehr kann ich nicht sagen. Aber der ist vergeben, jedenfalls hat er einen Ring. Ja, jetzt habe ich den auch gesehen. Schade. Bei solchen Männern frage ich mich immer, ob die wohl fremdgehen bei all den Angeboten, die sie bestimmt kriegen. Gabi grinst zweideutig. Auf jeden Fall ist die Versuchung groß. Stell dir mal vor, du hast solch ein Prachtstück geheiratet und dann stellst du fest, dass du ihn nicht für dich allein hast. Das muss schlimm sein. Fee antwortet mit todernster Miene. Diesen Mann würde ich umbringen. Sie dreht sich um und öffnet die Tür eines leerstehenden Spindes, ohne eine Reaktion abzuwarten. Überrascht durch die Eiseskälte, mit der ihre Freundin diese Worte herausbrachte, zieht Gabi die Augenbrauen hoch, wendet sich dann aber ihrer mitgebrachten Arbeitskleidung zu, ohne weiter auf das Thema einzugehen. Sag mal, Fee,
Wie bist du eigentlich zu dem Spitznamen gekommen? Fee, das hat doch eigentlich gar nichts mit deinem richtigen Vornamen zu tun. Nein, hat es nicht. Aber meine Mutter nannte mich immer ihre kleine Fee. Sie dreht den Kopf zur Seite, um die Tränen in ihren Augen zu verbergen. Oh Fee, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Mensch, bin ich blöd. Ich weiß doch, was mit deiner Mutter passiert ist. Fee, komm her. Gabi nimmt die Freundin in den Arm. Die wischt sich rasch die Tränen aus dem Gesicht und lächelt wieder. Ist schon gut, du kannst nichts dafür. Das passiert mir eben immer, wenn ich an damals zurückdenke. Wirklich, geht's wieder? Ja, klar. Ich glaube, wir müssen jetzt rausgehen, sonst sind wir zu spät. Im Restaurant sind bereits einige Kellnerinnen und ein Kellner damit beschäftigt, die Tische einzudecken. Dann unterbricht Herr Brückner die Arbeitenden, stellt die beiden Aushilfskellnerinnen Gabi und Fee vor und erklärt den Ablauf des Abends. Als er erwähnt, dass es sich bei der geschlossenen Gesellschaft um die Mitarbeiter einer großen Versicherungsgesellschaft handelt, zuckt Fee kurz innerlich zusammen. Wenige Minuten später schließt der Juniorchef die Eingangstür auf und kurz danach betreten auch schon die ersten Gäste das Lokal. Zunächst gibt es einen Empfangscocktail, den die Gäste auf kleinen Tabletts serviert bekommen und im Stehen zu sich nehmen. Gabi und Fee haben die Aufgabe, alle herumstehenden leeren Gläser möglichst rasch wieder einzusammeln und in die Küche zu bringen. Man begrüßt sich gegenseitig mit: Das Kleid steht Ihnen ausgezeichnet. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Schon wieder ein Jahr vorbei, kaum zu glauben. Sie werden ja immer jünger und ähnlichen Floskeln. Nach und nach steuern die Grüppchen, die sich gebildet haben, auf einzelne Tische zu, um sich den jeweils bevorzugten Platz zu sichern. Während an manchen Tischen lauthals über gestiegene Umsätze, gesetzliche Regulierungen, unfaire Praktiken der Konkurrenz und eigene Erfolge gesprochen wird, werden an anderen die unerträgliche Hitze des letzten Sommers, der Urlaub auf den Malediven, die ständig steigenden Preise in St. Moritz, die unmöglichen und die tollen Kleider bei der letzten Verleihung des Europäischen Filmpreises Anfang des Monats und der letzte Formel-1-Sieg von Michael Schumacher diskutiert. Jetzt gehen wir bis zum Ende des Diners. Mit nahezu militärischer Disziplin wird das Menü durchgezogen, Gang um Gang serviert und wieder abgeräumt. Die Stimmung unter den Gästen wird immer lockerer und ausgelassener, während die Bediensteten ständig mit Rein- und Raustragen beschäftigt sind und kaum Zeit haben für eine kurze Verschnaufpause. Jetzt hat jeder Gast sein Dessert erhalten und damit nimmt die Anspannung beim Personal etwas ab. Noch eine Stunde bis zur Jahreswende und dem nachfolgenden Feuerwerk draußen. Und danach sollte langsam, aber sicher das Ende dieses anstrengenden Abends in Sichtweite kommen. Auch Fee ist jetzt nicht mehr so angespannt und lässt den Blick durch den Raum schweifen. Das ist ein Fehler, denn jetzt sieht sie ihn. Er hat sich kaum verändert in den 13 Jahren, seit sie ihn zum letzten Mal gesehen und er sie im Heim zurückgelassen hat. Das Gesicht ist etwas voller und er trägt jetzt einen 3-Tage-Bart. Trotzdem hat sie ihn sofort erkannt. Er sitzt weit am Ende des langen Fenstertisches und unterhält sich angeregt mit seinem Gegenüber. Neben ihm sitzt eine blonde Frau in einem teuren, mit Goldpailletten besetzten Kleid mit dicken Ringen an den Fingern und einer 3-reigen Perlenkette um den Hals. Sie sieht nicht sehr glücklich aus und betrachtet gelangweilt das Muster der Gardinen am Fenster gegenüber. Ob sie wohl eine der zahlreichen Frauen war, die er damals flachgelegt hatte, als er ihre Mutter betrog? Wie gebannt starrt Fee den Mann an. Als der den Kopf dreht und zufällig in ihre Richtung schaut, nimmt er wahr, wie die junge Frau ihn ansieht. Sofort erscheint ein charmantes Lächeln auf seinem Gesicht und er nickt Fee kurz zu.
Sie sieht in seinem Gesicht, wie geschmeichelt er ist. Wahrscheinlich glaubt er, als reifer und erfahrener Mann ihr Typ zu sein. Fee dreht sich fast der Magen um. Sie zuckt zusammen und wendet den Blick ab. Sie braucht einige Zeit, um sich zu fassen. Dort sitzt der Mann, der ihre Mutter in den Tod getrieben hat. Und dieser Mann ist ihr Vater. Wir machen noch einen kleinen Sprung weiter. Es fehlt noch eine Minute bis zum Jahreswechsel. Der Countdown beginnt. Ein Moderator mit Mikrofon zählt laut die Sekunden herunter und Fee ist mit ihrem leeren Tablett auf dem Weg zurück in die Küche. Plötzlich steht er vor ihr, in jeder Hand ein gefülltes Sektglas. Lassen Sie uns auf das neue Jahr anstoßen und auf einen vielversprechenden Anfang. Er lächelt sie freundlich an und hält ihr ein Glas entgegen. Für einen kurzen Moment ist Fee verwirrt, dann hat sie ihre Fassung wiedererlangt. Tut mir leid, das geht nicht. Aber wieso denn nicht? Sie wollen doch sicherlich auch das neue Jahr gebührend begrüßen. Es ist uns nicht gestattet, mit den Gästen anzustoßen. Wir bleiben in dieser Zeit in der Küche. Dort muss ich jetzt auch schnellstens hin. Schade, aber vielleicht können wir das ja nachholen. Fee schaut über seine linke Schulter. Ich glaube, Ihre Frau vermisst Sie schon. Sie will sicherlich gleich mit Ihnen anstoßen. Damit geht sie schnurstracks in die Küche und lässt ihn stehen, ohne eine Antwort abzuwarten. So, jetzt ist die Sache zu Ende. Nachdem sie vom gut aussehenden Herrn Brückner den wohlverdienten Lohn ausgezahlt bekommen hat und noch einen kleinen Bonus obendrauf, zieht sich Fee um und packt die Arbeitskleidung ein. Gabi hat sich bereits verabschiedet, sie hat noch etwas vor. Mit ihrer Tasche in der rechten und einer vollen Mülltüte in der linken Hand geht Fee noch einmal den Weg über die enge Treppe in den Hinterhof zu den Müllcontainern, um danach zu ihrem Auto auf dem Parkplatz zu entschwinden. Gerade hat sie den schweren Deckel des Müllcontainers, der direkt neben einem hohen Stapel leerer Getränkekisten schräg unterhalb des Vorratsraumes steht, geschlossen und sich umgedreht, da steht er plötzlich wieder vor ihr. Wieder hält er zwei Sektgläser in den Händen und grinst sie an. Jetzt müssen Sie aber mit mir anstoßen. Eine Ausrede akzeptiere ich nicht mehr. Damit streckt er ihr eines der Gläser entgegen, genau wie um Mitternacht im Gastraum. Fee ist erschrocken, dann kocht der Zorn in ihr hoch. Dieser blöde alte Sack, dieses miese Stück Dreck, was nimmt der sich eigentlich noch alles heraus? Sie funkelt ihn böse an. Du bist noch genauso ein fieses Schwein und so ein billiger Schürzenjäger wie damals. Und jetzt willst du auch noch deine eigene Tochter anbaggern. Wie tief kann ein Mensch eigentlich sinken? Sie schleudert ihm die Worte voller Verachtung entgegen. Es macht dir wohl überhaupt nichts aus, dass du Mama auf dem Gewissen hast. Du hast gerade so weitergemacht wie vorher. Mein Gott, Fee, bist du das? Fassungslosigkeit spiegelt sich in seinem Gesicht und er lässt die Hände mit den Gläsern sinken. Ich habe deiner Mutter nichts getan. Sie war eine Alkoholikerin. Das musst du doch noch wissen. Das war zu viel. Eiskalter Hass blitzt aus Fees Augen. Ihre Hand schießt hoch und schlägt ihm ins Gesicht. Er taumelt rückwärts, stolpert und fällt gegen den hohen Kistenstapel. Aus dem Augenwinkel nimmt Fee wahr, dass die oberste Kiste bedrohlich wackelt und beinahe heruntergefallen wäre durch den Stoß. Fee zögert keinen Moment. Wie von Sinnen wirft sie sich mit voller Wucht gegen den sich gerade wieder aufrappelnden. Durch den Aufprall wird er heftig zurückgestoßen und fällt mit seinem ganzen Gewicht abermals gegen den Stapel hinter ihm. Jetzt kippt die oberste Kiste endgültig über die Kante und saust nach unten. So, und das war's.